Hallöchen. Ich weiß nicht, wie ich den Titel genannt habe und wie das Vorschaubild ist, aber ich glaube, man kann es schon erkennen, ein Stück Platine und da steht irgendwas mit, wenn man es sehen kann, ich weiß es nicht, ein DSO 138 Oszilloskop. Es ist noch verpackt, ich habe es noch nicht aufgepackt, das ist jetzt hier, ich packe das jetzt hier aus. Oder auch nicht. Oh, ist doch eine Schere. Was machen die denn dieses Aufreißgedönse? Packe ich mir das mal aus. Das ist jetzt so komplett fertig aufgebaut. Es gibt es auch als Bausatz. Der Bausatz wäre aber 20 Euro teurer gewesen. Verstehe ich jetzt nicht. Dafür habe ich bezahlt. 28 Euro. 28 Euro? Nee, 21,99 Euro. 21,99 Euro bei Amazon. Ich verlinke es unten im Video. Ich bin aber mal gespannt, was kann das Ding, was kann das Ding nicht. Das ist eigentlich eine relative Frechheit, das als Tastkopf hier anzubieten. Kein einmal, kein fünfmal, kein nix mal Umschaltung drinne, gar nichts. Weil, so wie ich das hier gesehen habe, 1 Volt, 0,1 Volt, 10 Millivolt. Ich schätze mal nicht mehr als 5 oder was weiß ich Volt am Eingang. Ich weiß es nicht, ein paar Stand-Offs. Gucke ich mir mal dieses faszinierende Bedienungsanleitungsgedönse-Dingens mal an. Was steht denn hier hinten? Spezifikation: Analog Bandwidth 0 bis 200 Kilohertz. 1 Megasample die Sekunde. Ja, okay. Maximum Input Voltage 50 Volt Peak. Einmal Prob. Ich glaube 50 Volt. Da? Nein. Ich würde nicht mehr als, weiß ich nicht, was ist die Teilung hier bei meinem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also nicht mehr als 10 Volt. Was ist hier auf dem Screen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, nicht mehr als 10 Volt, würde ich sagen. Input Impedanz 1 Ohm, 20 Picofarad, 12 Bits, 1024 Points Record Length. Timebase 500 Mikro bis 500 Sekunden bis 10 Mikro, 10 Mikro. Was habe ich hier? Milli, Mikro, 15, 10, 5, 0,1 Mikrosekunde kann das eine Ossi, was ich hier habe. Das andere weiß ich jetzt nicht. 9 Volt DC, 8 bis 12 Volt, 120 mA, 70 Gramm bis Out Pro, bla bla bla, Automode, Normalmode, Single Mode. Analog Channel, BNC, DC, AC, Ground, 1 Volt. Ich sehe hier OP als Eingangsverstärker oder Abschwächer. Einmal, zweimal, fünfmal. Keine Z-Diode für Überspannung. Ich hätte zumindest noch eine Z-Diode erwartet, die bei ab 50 Volt auf Masse schaltet, dass der Eingang geschützt ist. Also, naja, gut. Was ist hier für ein MCU? Steht hier drauf, was das ist? Nein. LCD, SWD, Buttons, Testsignalgenerator, USB-UART, Power Supply. LM78 L05 ist okay und ein 3,3 hinten dran.
bringt mich auf die Idee, das Ding auf Lithium-Akku zu bauen. Und zwar über eine, habe ich sogar hier liegen, Powerbank-Schaltung. 5 Volt out, 5 Volt in für den Akku. Bringt mich auf die Idee, eine 5 Volt Versorgungsspannung mit Akku und USB. Ja, das ist doch okay. Was haben wir denn hier noch? Also, aber immer schön, dass hier so ein ganzer Plan ist. Assembly Mainboard und LCD Board Follow. Ja, das ist klar. USB, das ist eine Zusammenbauanleitung. BNC-Connector, Testsignalring, habe ich da gar nicht drauf. Ich habe da jetzt nur Short Jumper 3 bis Solder. Jumper 3 sitzt unterm LCD, schätze ich mal. Was weiß ich. Finish Look. Check Voltage. Attach LCD. Verify. Attach Probe Clips. Troubleshooting. 9 Volt, 6 Volt, 5 Volt, 3 Volt, 4,9, 5 Volt, 8. DC 9, ja. 8 Volt, 3, 8, 1, 2, 3, bla bla bla. Viel Anleitung ist hier nicht drauf. Oh, Entschuldigung. Probe Calibration. Wie soll ich ein Dieb kalibrieren? Ach so, das wird kalibriert über die beiden. Naja, gut. 9 Volt. Wie kriege ich da jetzt den 9 Volt rein? Lustig. Ich habe zwar ein Labornetzteil hier, aber kein. Doch, habe ich. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich komme halt wieder. So, ich habe einen passenden Dings gefunden. Ich habe mir ja mal eine Kiste voll Kabel gekauft. Da waren die Dinger mit bei. Ich habe schon mal eben gepiept. Center positiv. So, der kann da rein und Center Positiv ist hier braun, dieser Plus, Center Plus und blau ist ja, Minus. Jetzt kommt mir hier mein Dings entgegen, der Minus. Machen wir 9 Volt, 9 Volt, 300 Milliampere. Da funktioniert irgendwas. Attention. Kann man da was erkennen? Ich zoome mal drauf. Hold running. SW5. Aha, 20 μ. Millisekunden, 20 Millisekunden, eine Sekunde, 2 Sekunden, 10 Sekunden. Aber wenn ich jetzt noch mal 0,1 Sekunde, 50 Millisekunden, 20 Millisekunden und das Bild bleibt so stehen, das kann doch nicht sein.
5 Millisekunden? 2 Millisekunden, 1 Millisekunde. Naja. So, was haben wir denn hier? Select Auto. Trigger wahrscheinlich. Wo bin ich denn jetzt hier? Auto, Trigger, fallende Flanke, steigende Flanke, Triggerhöhe. Wie auch immer. Ah, wenn ich die Tüte anfasse. Ach, die Tüte ist ja auch leitend. Ne? Naja. Ja. Irgendwas macht er da. Also er tut irgendwas. Zoom. Oder wo bin ich jetzt? Ja, ich bin noch da im Zoom. Ah, ich kann jetzt so verschieben. Ja, warum habe ich mir das Ding jetzt hier gekauft? Wollt ihr sicherlich auch wissen. Reset. Reset hat es auch. Das hat einen Hintergrund. Ich wollte einfach mal wissen, was kann so ein Ding? Das andere Ding ist, ich habe schon die Vermutung gehabt, ist auf Akku zu bauen. Das passt nämlich auch ganz gut. Ich brauche ab und zu mal einfach nur ein kleines bisschen Oszilloskop, da muss ich nicht mal das Große ranschmeißen. Und der andere Hintergrund ist, das was noch kommen soll, soll da nämlich mit ran. Und das lässt sich dann nämlich besser ablesen als an dem Großen. Das habe ich nämlich schon ausprobiert. Und zwar habe ich ja schon ein Video gemacht, was veröffentlicht ist, und zwar mit dem Flackern und Kopfschmerzen. Und ich habe jetzt mir für 10,05 Euro Fotodioden bestellt. Die kommen morgen erst an. Das hier sollte eigentlich auch erst morgen kommen, ist egal. Aber da soll das ran. Und das soll dann in Anführungsstrichen ein mobiler Flackerdetektor werden. wenn ich denn mal wieder irgendwo bin und es und öfters bin und merke, ich kriege da Kopfschmerzen, dann kann ich das Ding auspacken, anschalten. Die Diode, was weiß ich, die ist dann hier irgendwo an der Seite irgendwo angebaut und kann dann sagen, Leute, euer Licht hier, was auch immer, das flackert in so einer Frequenz, was mir Kopfschmerzen macht, ändert das ab, wenn ich denn hier bleiben soll, so in der Art. Das ist jetzt nur mein Gedankengang, aber das Ding kann man ja auch für mehrere Sachen benutzen. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich das BNC-Kabel gelassen habe. Oder geht das auch anders? Ich glaube, das geht auch anders. Das kriege ich bestimmt anders hin. Da werde ich mal einen Signalgenerator anschließen. Da wollen wir mal gucken, bis wie viel Kilohertz, Megahertz das Ding wirklich geht. Ich will jetzt hier gar nicht auf die großen Sachen eingehen. Aha, jetzt geht er auf DC. Das ist jetzt Ground. 1 Volt. Okay, 1 Volt, und jetzt mal 5, ist auf 5 Volt, 2 Volt, 1 Volt, aha, 5 Volt, also kann ich theoretisch, ich lasse die Folie noch drauf, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Volt darstellen. In Anführungsstrichen 40 Volt. Könnte hinhauen. So, mich interessiert jetzt aber einfach nur mal, geh auf AC. Was steckt noch unter dem Display? Krieg ich das raus? Ja. Was haben wir denn hier unter dem Dings sitzen? Erstmal ein Quarz mit einem Loch drin. Naja, Loch nicht, aber mit einer Delle.
Ich zoome mal drauf. Ein Quarz mit einer Delle, 8 Megahertz. Drei, das ist das hier, ist dann der 3,3 Volt Regler. Das ist der 5 Volt Regler. 3,3 Volt, 5 Volt. Und das IC, kann man das in der Kamera erkennen? Ist was von ST. STM32F103C. Das scheint ein 32-Bit-Mikrocontroller zu sein. Kann man das erkennen? Ich versuche das mal zu googeln und mal zu gucken, ob ich das unten eingeblendet kriege ins Video, was das direkt ist. Aber das scheint ein 32-Bit-Mikrocontroller zu sein. So ein paar Widerstände, Kondensatoren, ja, eine Spule, Elkos. Ich hoffe, die haben die Elkos alle richtig rumgelötet. Ich kann hier die Plus Minus, kann man die erkennen. Wo sind wir da? Ist ein Plus angegeben, der ist richtig rum. Das ist eine Spule. Wenn die Kamera scharf stellt. Ist ein Plus, ist richtig rum. Der ist richtig rum. Der ist richtig rum. Da ist ein Plus an der Seite, ist richtig. Der ist auch richtig rum. Okay, die haben keine Elkos vertauscht. Also verdreht. Das ist schon mal ganz gut. 79L, das ist ein minus 5 Volt. 79L05. Die haben mir doch den Plan hier mitgeschickt. Ist das wirklich möglich, das auf Akku zu bauen? Zoom mal zurück. Also. Da komme ich mit 9 Volt rein. Das geht auf den 7805. Da ist noch ein V plus nach oben. AV plus 3,3 Volt. Und hier ist der 79L0 minus. Der kriegt sein von V plus. Der kriegt dann auch von den 9 Volt. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich hätte ja gesagt, mit Akku ich gehe da hinter dem V-Out vom 78R mit 5 Volt rein und gehe dann, habe dann 5 Volt und 3 Volt. Hier ist aber noch ein Minus 8 Volt. Wird der irgendwo verwendet? Am Mikrocontroller 3,3, 3,3. USB. AV plus, AV minus. Ja, der braucht Plus und Minus, brauchen die OPs. V1. Was ist ein V1? 0 Volt. Achso. V2, AV minus, AV plus. AV plus, Ground, AV plus, Ground. AV plus, Ground. Wofür braucht der denn AV minus? Achso, das ist für die OP, Operationsverstärker. Das ist die Frage.
LCD-Modul 3,3 Volt, 3,3, 3,3, 3,3 V plus über die LED-A für die Hintergrundbeleuchtung. Schlecht mit 9 Volt, da müsste ich ein habe ich. Ich habe doch einmal gekauft. Das Projekt ist aber auf Eis, weil das wird eh nichts. Das sind nur die Stiftleisten. Und zwar, nee, du musst da wieder hin. Was ist das hier für eine? AMD Athlon 64. Ne, den brauchen wir nicht. Ich habe mir einen Schaltregler gekauft, damals mal. Ein LM. Was ist das jetzt? Ein LM. LM 2574N-5. Verdammt. Ja, gut, nee, das wird dann nix. Müsste ich einmal mal gucken, ob ich, wenn ich das auf Akku mache, nochmal einen Schaltregler und den auf 9 Volt setze. Also mit dem Akku von 5 Volt, die hier rauskommen, auf 9 Volt gehe und dann hier reingehe. Das ist jetzt doof wegen dem minus 5 Volt. Naja, gut. Und die Beleuchtung, dass die hier 9 Volt brauchen. Gut, ja. Gut, das Ding hat 22 Euro gekostet. Aber ich muss mir sowas halt immer selber kaufen. Keiner sponsort mir mal irgendwie was oder macht Unterstützung oder irgendwie sowas. Naja, egal. Das wollte ich gerne als mobiles, tragbares haben. Oh, aber nicht auf 9 Volt Batterie. Wenn dann schon Lithium. Und kann ich nicht auch Doppellithium nehmen? 4, 8, 8, auf 7. Jo, 2, in 2 in Reihe. Da brauche ich bloß entweder ein BMS für 2S-Akku. Könnte vielleicht hinhauen. Gehäuse muss ich mir da mal drucken dafür. Siehst du, kann ich auch machen. Ja, Dual-Akku, ja. Dual-Akku, sagen wir mal so. Muss ich ja nicht auf 5 Volt gehen, kann ja auf 8 Volt gehen. Geht ja auch. Die sollten mit 7 Volt ja klarkommen. Jo, das sollte hinhauen. Wann sind die Akkus leer? Bei 3, bei 2,5, das sind 4, so 5 Volt. Ja, bei 6 Volt ungefähr sind die Akkus leer. Dann wird das aber wahrscheinlich. Können wir ja einfach mal testen. Komma 2, ne? Ja. 8,2 läuft noch. Das wären zwei volle Lithium-Akkus. 3,7 und 3,7 sind 7,4. Und bei 3 Volt schalten die ab. Das sind dann nur noch 6 Volt. Da fängt es schon an. Da setzt sich die Spannung hoch. Bei 6,8 Volt. Jetzt bin ich nur noch bei 6 Volt und Vmax 6,2 Volt. Und jetzt bin ich bei 5,9 Volt. Da setzt es aus. Okay. Ja, nämlich entweder mache ich das über einen Schaltregler,
dass ich auf 9 bis 10 Volt komme. Ja, jetzt muss ich wieder Reset drücken. Oder ich habe ihn jetzt getötet? Nein, habe ich nicht. Firmware sowieso. Attention. Was ist denn mit Attention? Irgendwas passt jetzt hier gerade nicht. Er sagt mir, er hat da irgendwas am Eingang an Spannung. Minus 0,4 DC Ground. Habe ich ihn jetzt getötet? Wenn ich jetzt hier schon mal gucke, Kamera. 4, und Vmax, Vmin, Vaverage, Volt Peak Peak 0,24 Volt. Ich habe nichts angeschlossen. Weil ich das jetzt kurz schließe. Ich bin schon auf Ground. Wenn ich auf AC gehe und DC, tut sich nichts. Und ich habe den Eingang gerade kurz geschlossen. Wenn ich jetzt auf mal 2 gehe bei 2 Volt pro Division und das ist bei 5 Volt pro Division. Nehmen wir mal den Strom komplett weg. Dann geben wir ihm nochmal komplett Strom. Attention. Running minus 1,4 Volt. Volt RMS. Ich auf DC gehe. Tut sich nichts. Habe ich ihn jetzt getötet? War das vorher auch schon so? Obwohl die Spannung interessieren mich eigentlich herzlich wenig. Mit dem Finger auf TL, VL und V3 bin, blinkt die Trigger-Dings. Egal, ich werde mal den Frequenzgenerator raussuchen und dann werden wir da mal ein paar Frequenzen reinsetzen. Mal gucken, werden wir sehen. Gut, dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ich weiß, das Video ist länger als es soll, aber ja, ist halt ein 20-Euro-Oszilloskop. Was soll man dazu sonst sagen? Na, mal gucken. Ich melde mich dann gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt habe ich hier mal einen von den Tastköpfen, die ich ja schon vorgestellt habe, mal angeklemmt. Achso, ich bin noch auf Ground. AC. Er tut was. 50 Hertz, sagt er hier. Cycle. Power. Duty Cycle. Egal. Und das Kabel vom Oszilloskop habe ich jetzt mal hier am Frequenzgenerator. Der steht jetzt mittlerweile im Moment auf Amplitude 3 Volt, Square Wave 0 Hertz. So, schließen wir den an. So. Ich schalte jetzt mal ein auf 1 Hertz Square Wave. Ich bin bei AC, kommt nichts. Bei DC kommt nichts. Ich bin bei einer Millisekunde. Bei 1 Volt Division
nur bei einem Herz. Ich gehe jetzt mal hoch. Jetzt bin ich bei. Machen wir 45 jetzt Square Wave. Oh, ich bin im falschen Ausgang. Ich bin im falschen Ausgang gewesen. Jetzt habe ich was. Er sagt jetzt hier mir irgendwas an. Ich zoome mal wieder drauf. Mal so, dass man das im Ganzen sieht. Wenn ich das Licht ausmache. Und ja, das muss ich anlassen. Er sagt jetzt hier 45 Hertz, das passt. Jetzt gehe ich mit der Frequenz noch mal runter. Ich gehe noch mal auf 1 Hertz. Man sieht das schon. So, jetzt muss ich noch mal. Dass es holt. Eine Millisekunde. 0,1 Sekunde. Auf eine Sekunde. Jetzt kann ich das nicht referenzieren mit dem anderen Oszilloskop. Das müsste ich erst freiräumen, denn Speicheroszilloskop, was ich noch habe, das große, ganz laute. Was machst du denn da jetzt? Ich bin jetzt bei einem Herz und kannst du das nicht? Ich auf 2 Hertz gehe, zeige ich da ein Herz oben an. 3 Hertz, 4. Ich mach mal 10 Hertz. Dann gehe ich mal mit der Zeit ein bisschen runter. 20 Millisekunden. Ja. 12. 20. Aber warum ist das so komisch? 30 Hertz Square Wave. Ich habe doch dieses Abgleichwerkzeug gehabt da, ne? Ich glaube, das war noch nicht ganz abgeglichen. Mit diesen zwei Potis hier. Da tut sich nichts. Da tut sich auch nichts. Er sagt VPP 3, noch. Das wäre AC und das wäre DC. Wo bin ich jetzt mit dem Cursor? Das ist der Trigger. Dann bei 0. Jetzt bin ich. Jetzt kann ich das hier runter. Ne, jetzt kann ich das hier irgendwie verschieben.
ich die ein bisschen verschieben. Das oben kann ich nicht verschieben. Volt Peak to Peak. AC Ground. Ground sagt er immer noch 0,2 Volt mehr als er soll. Naja. Spannung ist nicht so schlimm. So, Kilohertz. Ich gehe noch mal wieder zurück auf 0. 1 Kilohertz. 2, 3, 4, 5. 30 Kilohertz. Oh, da wird er schon. Da kommt der Trigger schon gar nicht mehr hinterher. Jetzt bin ich bei 100 Kilohertz, Rechteck und sieht aus wie Sinus. Entweder ist es jetzt am Tastkopf. Ich gehe mal hier am Tastkopf und gucke mal, ob ich den abgleichen muss. Da tut sich nichts. Und hier. Tut sich nichts. Und da. Tut sich nichts. Also 100 Kilohertz kann das Ding schon mal gar nicht. Nicht im Rechteck. Wann ist das noch ein Rechteck? Das würde jetzt noch ein Rechteck darstellen bei 33. Gucken, ob der Tastkopf noch irgendwas macht. Direkt. Irgendwas haut doch mit dem Trigger nicht hin. Ach, das war Reset. Nee, Reset wollte ich nicht machen. Auf. Ich mach noch mal ein Reset. Vielleicht finde ich da noch mal eine Anleitung zu. Vmin Volt Peak. Ich stehe jetzt auf 20. Klaue hier mal komplett den Strom und jetzt gehen wir auch wieder ein. Attention. Volt Peak to Peak. 20 Volt. Was ist das denn? Mache ich den mal kurz. Schließe ich mal den Tastkopf kurz. Mach mal ein Reset.
Irgendwas funktioniert jetzt hier absolut nicht. Irgendwas haut jetzt hier ganz und gar nicht mehr hin. Was sagt denn die komische Anleitung hier noch? Position, hold down plus and minus button simultaneous für 2 Sekunden. Auto center trigger level, highlight trigger level indicate and hold down OK button. Auto center horizontal put, highlight post indicator and hold down OK button. Das müsste der sein und Okay, Button für 2 Sekunden. Jetzt auch resettet. Und der. Geht jetzt dahin. This is to fix the mismatch between 0 Volt Trace and V position. To do this, set coupling switch CPL to ground position. To ground position. Press on select button to make V position indicator highlighted. Was ist denn der V position Dingens? Vertikal, Pro, Sensitive, Time-Based, Trigger Level, Trigger Level Readout, Horizontal Position, Oszilloskop-Mode. Das kann ja dann nur der VP. VP ist der kleine da. Der ist jetzt gehighlightet. Hold down OK Button for 2 seconds. You will see V is in line to 0 Volt Trace. When you release OK Button, you may see some reason. Aber er steht jetzt hier auf VPP 20 Volt. Mach mal Strom aus. Kopf ab und jetzt mach noch mal wieder an. Da muss doch jetzt bei Volt Peak to Peak 0 anzeigen. Achso, ich muss ja auch erst wieder einschalten. Attention. Volt Peak to Peak 20 Volt. Factory Reset, wie war das denn? Hold down. So, das ist ein Factory Reset. So, und jetzt soll ich noch mal select den. Ist jetzt in die Mitte. Der ist jetzt auch und der auch Dings. Ich auf AC, DC zeigt immer noch 0,2 Volt an. 1 Volt, 0,1 Volt. Weil mal 5 ist 1 Volt
Peak-to-Peak schon drinne. Aber das kann ja nicht sein. Aha. Kann man das einstellen? Auto, okay. Kann ich nichts. Passiert auch nichts. Der steht jetzt auf 0. Ist auch resettet. Ist auch resettet. So, jetzt mache ich noch mal das Kopf ran. Das ist ja jetzt irgendwie sehr eigenartig. So. Wenn ich jetzt noch mal ein Factory Reset mache. Ist die auf 0,5 Volt DC pro Division? Irgendwas haut doch hier nicht hin. Nochmal den Generator ran. Der ist jetzt bei 33 Kilohertz. Jetzt bin ich bei auf DC. Wenn ich jetzt aber auf DC bin, Square Wave, kann das doch nicht hinhauen. Mikrosekunden. Ground. AC, DC. Bei DC müsste er doch jetzt eigentlich mit dem hochspringen. Irgendwas haut doch hier ganz und gar nicht hin. Gut, es war mein Fehler. Habe ich ein Kilohertz Sinus. Ich kann hier nur auf AC messen. Okay, DC macht da was anderes. Wo muss ich? Da muss ich, ne? Nee. Zehn Mikro. Sollen wir mal auf 10 Mikro. Sinus, 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 Sinus. Hundert Kilohertz. Ja, da macht er schon nicht mehr so richtig mit. Nee. Ich bin bei 3 Volt. Wo bricht hier die Sinus-Dings zusammen? Da wird sie kleiner, also. Ja, so bei etwa 100 Kilohertz. Und dann ist vorbei. Was sagt das Ding? 0 bis 200 Kilohertz. Also 200 Kilohertz, ja, kann man noch sehen, aber dann passt das
von der Signalhöhe nicht mehr oder so, Gott weiß ich. Gut. Oh, weiter zurück, weiter zurück. Squarewave sieht aus wie Kraut und Rübe, 20 Kilohertz. Also für Audiokram ist das ja noch okay. Ich stelle das hier gerade mal ein bisschen ein. So. Da geht's nicht. Das funktioniert. Triangle, also Dreieck, passt. Sägezahn, der heißt hier Ramp. Und negative Ramp passt nämlich auch. DC, Sinus, Squarewave, Triangle, Ramp, N-Ramp. Wieso kein Puls mehr? Mach den noch mal aus. Ich hatte doch noch den Puls und Step. Squarewave. Jetzt zeigt er gar nichts mehr an. Wieso das denn? Kanal 1. Kanal 1. So, Waveform Sinus. Was macht die denn jetzt hier? Da. 20 Kilohertz, so. Dann Triangle, Ramp, N-Ramp, Puls. Puls macht er gar nichts. Vier Puls, also vier Pulse hintereinander. Macht er irgendwas? Acht Pulse hintereinander. Ja, kann man jetzt auch nicht mehr erkennen, ne? Nochmal 1 Kilohertz und Single. Drehen kann er das noch halbwegs. Was ist denn das jetzt hier? Step. Naja, Step kann er auch noch. DC ist klar. Sinus, Squarewave, Dreh, Drings, Dings. Vier Pulse. Kann er nicht mehr richtig triggern, warum auch immer. Das sind vier Pulse, das sind acht Pulse, ja, kann man erkennen. Ja, gut. Aber dass der hier Dings nicht auf 0 Volt geht, hier hinten. Es ist echt eigenartig. Ich hoffe, man konnte das alles erkennen. Also bei 5 Volt ist er schon bei 1 Volt drüber. 2 Volt 0,5, 1 Volt 0,2. Ja, für Spannungsmessung wird das nicht sein. Aber wie gesagt, wie ich ja schon sagte, wofür ich das eigentlich haben will, ist auch nur mal eben für kleine Sachen, um zu gucken, ob irgendwo ein Signal rauskommt, reicht das aus.
Aber das große Anschmeißen ist auch immer blöd. Wenn es genauer sein muss, muss ich natürlich das große nehmen, aber das hier reicht aus. Und wie gesagt, wenn ich die Dings habe, die, wie heißen die schon wieder, Fotodioden, ist das hier völlig ausreichend dafür. Und das lässt sich auch besser zeigen hier auf dem, auf der Kamera durch das Speicher, also dass er das direkt anzeigt. Also mit dem anderen Oszilloskop kriege ich das nicht gezeigt. Ich habe das schon was ausprobiert gehabt, und zwar mit einer Solarzelle, die kann ich ja mal anschließen. Aber das haut nicht hin. Hier so eine, so ein Stück Solarzelle. Die macht ja auf alle Fälle noch DC. Jetzt sind wir bei 1 Volt, Ground, AC, DC. Jetzt gehen wir mal auf AC. Jetzt muss ich. Andere Richtung. Machen wir das mal so. Das wäre hier 100 Hertz. Das wäre die eine Beleuchtung, die ich hier jetzt anhabe. Wenn ich die andere hier anmache, in Vollpower und mache das aus, dann geht das nur hoch. Aber ich weiß, dass die wird ja auch gedimmt. Das schafft die Solarzelle nicht. Ich weiß nicht, wie, auf was die sitzt. Aber die Lampe, die macht auf alle Fälle PWM. Gut, naja, Spielerei halt. Was wollen wir für 20 Euro erwarten? Oh, mach das die Kiste. Naja, da ist nicht viel Info drüber. Vielleicht, eventuell. Habe ich noch ein Dings, Software-Update dafür. Vielleicht gibt es ja sowas. Ich weiß nicht, ob das Ding wirklich hinhaut. Aber irgendwas. Aber man kann es benutzen. Das ist nicht so schlimm. Es geht bis etwa, ja, maximal 100 Kilohertz. Also mehr geht da wirklich nicht. Mehr kann ich da wirklich nicht reinjagen. Bei Rechteckspannung würde ich sagen 25 Kilohertz, dann ist Feierabend. Danach verfälscht sich das Signal. Danach sieht man nicht, ob das noch Rechteck ist oder schon Sinus. So halbwegs. Aber für das, was ich jetzt haben wollte, reicht es wohl völlig aus, weil was kommt aus der Diode raus? Da kommt 1,2 Volt oder was raus? Und ich liege wahrscheinlich so bei nicht höher als 100 Kilohertz mit dem Geflacker. Das ist sowieso egal. Flackern ist dann eben so bis 100, 150 Hertz. Irgendwo ist er denn, wo man denn schon Probleme kriegt, was man dann noch so mitbekommt. 50 Hertz auf alle Fälle und darunter, das sieht man auf alle Fälle flackern. Gut, das soll es über das Ding hier gewesen sein. Ich glaube, ich habe einen Teil rausgeschnitten. Da habe ich einen Fehler gemacht durch meinen Dings-Signalgenerator. Der gibt gar kein DC-Signal aus, der gibt nur AC aus, warum auch immer. Da habe ich irgendwie Mist gebaut oder was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zusammengeschnippelt habe. Ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten, aber ihr kennt mich. Sowas wird nicht, ist bei mir nicht möglich. Wenn es euch zu lang geworden ist, ja, tut mir leid. Also ich habe jetzt hier für diesen Teil schon bald eine Stunde zusammen, und davor waren dann auch schon mal eine halbe Stunde. Aber
Das wird nicht so lang werden. Also ihr habt da jetzt bis jetzt durchgehalten. Ich weiß nicht, wie lang es wirklich geworden ist. Aber danke fürs Zugucken und ich verlinke das Ding mal unten in der Beschreibung. Also 21, 22 Euro, was das Ding gekostet hat. Also dafür reicht das völlig aus. Ich wollte einfach mal wissen, wie die Dinger wirklich sind. Gut, die sagen hier was mit 200 Kilohertz, 100 Kilohertz ist dann schon das höchste der Gefühle. Das reicht aber aus für das allermeiste, was man so halbwegs machen will. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mein großes 100 Megahertz DSO anschmeiße, das ist extrem laut, bis das Ding in die Gänge kommt und bis ich da das alles eingestellt habe, habe ich mit dem Ding schon dreimal gemessen. So neben Dreh. Ich habe zwar noch das 20 oder das 20 Megahertz, das ist glaube ich ein 20 Megahertz, reines Analoge, aber da ist dann für langsames Zeug gucken, vor allen Dingen dieses 50 Hertz Gedönse und darunter, das ist damit schwer auch abzufilmen. Das ist hiermit besser. Naja gut, bevor ich mir ein richtiges Digital-Oszilloskop kaufe für ein paar tausend Euro, was ich eh nicht kann, was mir auch keiner sponsort, habe ich gedacht, kaufe ich lieber das Ding. Das wird reichen. Gut, dann danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Ding mit der Fotodiode in Betrieb nehme und dann vielleicht noch, wie ich das Ding doch noch auf Akku umgebaut kriege, dass ich da einen Akku anschließen kann. Also ich weiß noch nicht genau, wann das kommt. Das mit der Diode wird morgen, übermorgen, irgendwann die Tage kommen und mit Akku umbauen. Da muss ich mal gucken, wann ich das mache. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.